Das Oströmische Reich durchlebte das frühe Mittelalter hindurch eine völlig andere Entwicklung als der Westen. Byzanz, eigentlich Byzantion, ist der Name einer antiken griechischen Kolonie am Bosporus, die 324 von Kaiser Konstantin neu errichtet wurde und bereits 330 als neues Rom zur Reichshauptstadt Konstantinopel avancierte. Der Begriff Byzanz versteht sich von nun an als Synthese von Griechentum, Christentum und römischen Staatsgedanken. Die Einwohner betrachteten sich als Römer und ihr Reich als Romania. Bis 1453 setzte Byzanz die Tradition des antiken römischen Staates fort, wobei Byzanz und byzantinisches Reich moderne Begriffe sind, um es vom antiken oströmischen Herrschaftsbereich abzugrenzen. Byzanz ist ein Machtfaktor nicht nur in der europäischen, sondern auch in der asiatischen Politik des Mittelalters. Dabei ist das Reich durchaus auch eines der Gegensätze. Im Inneren ergaben sich große politische, wirtschaftliche, kulturelle und kirchliche Spannungen. Gerade so geschah die Verwandlung dieses Imperiums. Es ist also keineswegs als ein Reich des Beharrens zu klassifizieren. Trotzdem steht gerade Byzanz für die Vermittlung zwischen griechischer Antike und abendländischem Humanismus. Während das Ende des Byzantinischen Reiches mit 1453 leicht festzulegen ist, ist der Beginn nur schwer auszumachen. Als Gesamtreich existierten Ost- und Westrom bis 476, als mit Romulus Augustulus der Westkaiser von Odoaker abgesetzt wurde. Bis dahin hat sich der Ostkaiser immer als gesamtrömischer Kaiser verstanden. Das bringt es auch mit sich, dass als Staatssprache bis ins 7. Jahrhundert das Lateinische gilt. Deshalb wurden die Gesetzesaufzeichnungen Kaiser Justinians selbstverständlich in Latein verfasst und nicht auf Griechisch. Die Umgangs- und Literatursprache hingegen war immer das Griechische, im ganzen Ostreich. Da Byzanz auch über weite Teile Vorderasiens herrschte, kamen von dort auch große Einflüsse zu tragen. Zugleich ist es permanent europäischen Einflüssen ausgesetzt. Erst dadurch entsteht das typisch Byzantinische. Byzanz und vor allem die Hauptstadt Konstantinopel sind ein wahrer Schmelztiegel unterschiedlicher Kulturen, wie es auch heute Weltmetropolen sind. Trotz des Niedergangs der faktischen Gewalt verstand sich der byzantinische Kaiser als Herrscher über die gesamte Ökumene. Genauso hat sich die Stadt aufgrund der Uneinnehmbarkeit, bedingt durch die starken Mauern, der Mythos gehalten, unter einem besonderen Schutz Gottes zu stehen. Gerade das Bündnis zwischen weltlicher und geistlicher Gewalt hat das Reich von früheren Auflösungserscheinungen bewahrt.